Aber jetzt habe ich in deinem Buch gelesen, dass der Kaffee sollte nicht heißer sein als 65 Grad. Wie kriege ich das denn hin? Ich kann doch nicht immer so ein Fieberthermometer dabei haben. Sondern ich muss doch, wo ist das einfach so ein bisschen, also wie die Kartoffel, also wenn er kalt ist, umso besser, oder? Also erstmal, wenn dein Fieberthermometer 65 Grad anzeigen könnte. Gut, das spare ich mir. Nein, der Hintergrund. Der Hintergrund ist, dass wenn ich zu heiß trinke und das häufig tue, steigert, das muss ich so ein bisschen so die Party zerstören, ja, steigert das Risiko für Karzinome, das heißt für Tumorerkrankungen im Mund- und Rachenbereich, was einfach aufgrund des thermischen Reizes der Hitze da ist. Das heißt, wenn man sicher gehen möchte, sollte es etwas kälter sein, damit ich nicht diese Hitze hinten im Rachen habe. Und 65 Grad ist ein ziemliches Optimum. Man kann das bei vielen Maschinen einschalten, sonst einfach aufbrühen, ein bisschen stehen lassen. Und ich meine, man muss auch die Kirche im Dorf lassen.